Hi, heute zeige ich euch ein richtig schönes Gericht, nämlich Mini-Pizzen aus Auberginen. Ich mag das Gericht richtig gerne, weil das kann man richtig gut als Vorspeise jemandem servieren, aber auch als Snack oder als leichtes Abendessen. Und sie sind natürlich auch viel gesünder als normale Pizza. Okay, der Satz war völlig überflüssig. Naja, sei es drum. Das Gericht ist super einfach und ich freue mich schon richtig, euch das Rezept zu zeigen. Und dann würde ich auch sagen, los geht's. Als erstes schneiden wir die Aubergine. Die Streifen sollten so ungefähr ja, 1 Zentimeter dick sein. Dann nehmen wir ein Backblech und legen ein Backpapier drauf oder wie ich so eine Backmatte. Und dann legen wir die Aubergine auf die Backmatte bzw. aufs Backpapier. Und dann nehmen wir Olivenöl und einen Pinsel und bestreichen unsere Auberginen mit dem Olivenöl. Dann ab in den Ofen. So, dann holt ihr die Auberginen aus dem Ofen wieder raus und dreht sie einmal. Dann beschmieren wir die obere Seite noch einmal mit Öl. Dann salzen wir die Auberginen einmal kräftig. Dann nehmen wir einen Löffel und verteilen unsere Tomate Mozzarella einmal auf den Auberginen obendrauf. Und zum Schluss nochmal salzen. Und ab in den Ofen. Als nächstes machen wir das Dressing für unsere Pizzen und zwar habe ich hier einmal Essig und Öl. Jetzt, wer mag, kann optional noch eine Knoblauchzehe reinmachen. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen Würze. Und ganz wichtig sind frische Kräuter. Ich habe jetzt hier Basilikum und Oregano. Ihr könnt aber auch nur Basilikum nehmen, ihr könnt aber auch ja, Thymian nehmen. Ich würde eher mediterrane Kräuter nehmen, die dazu passen und einmal klein packen und in unser Dressing geben. Das Dressing würde ich jetzt noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und auf dem Teller mit unserem Dressing beträufeln. Dann entfaltet das Ganze noch mal richtig das Aroma und ich würde sie noch mit Pinienkernen garnieren. Ja, und so schnell sind meine Mini-Pizzen fertig. Ich finde, das sieht immer so aufwendig aus, aber es dauert in Wirklichkeit überhaupt nicht lange und es ist wirklich lecker. Und wenn ihr das jetzt riechen könntet, boah. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare reinschreiben, ob euch das Rezept gelungen ist und wie ihr das fandet. Ansonsten freue ich mich sehr darüber, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und bis zum nächsten Video. Und ich probiere jetzt mal das Ganze. Ah, das hält sogar richtig gut zusammen. Sehr gut.